Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Diese Serie ist dafür da, damit ihr mehr die Bibel lest, indem ihr einfach jetzt mitliest und euch Notizen aufschreibt. Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 12, Vers 1 bis 12 haben wir durchgemacht und jetzt starten wir weiter mit Vers 13 und da geht es weiter und da heißt es: Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer oder Meister, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaisern Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Als sie ihn eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt den Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr. Eine kleine Zusammenfassung immer am Anfang, damit wir nicht nur überlesen, sondern auch verstehen, was überhaupt passiert ist. Wir sehen hier, Jesus wird gefragt von Pharisäern und Anhängern des Herodes. Und sie fragen ihn, sollen wir Steuern an den Kaiser zahlen oder nicht? Jesus weiß direkt von Anfang an, dass das keine ehrliche Frage ist, sondern eine Trickfrage ist, was wir auch lesen. Und sagt ihnen, hey, zeig mir mal eine Münze. So, hier auf der Münze ist das Bild vom Kaiser. Also gib dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Und damit ist die Sache auch erstmal wieder geklärt. Denn es ist kein klares Ja und kein klares Nein. Wir sehen schon die Herzenshaltung der Pharisäer hier. Und wir sehen, dass sie versuchen, Jesus für dumm zu verkaufen. Denn sie kommen hin und sagen, hey, Meister, sie sehen ihn natürlich nicht als Meister, sie sehen ihn als Heuchler, als Gotteslästerer, aber kommen zu ihm mit, hey, Meister, du bist doch so toll, du bist ja so gut, wir wissen ja, dass du so gut bist. Und dann halt diese Trickfrage. Aber Jesus durchschaut es sofort und ich glaube, jeder von uns würde das auch durchschauen, weil erst sind sie total gegen Jesus und dann auf einmal nennen sie ihn Meister. So, und jetzt fragen sie, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Weil wenn er sagen würde, ja, zahlt Steuern, dann würde Jesus die Juden hintergehen. In deren Augen ist es natürlich falsch, dass sie unterdrückt werden und dann noch zahlen müssen an jemanden, den sie eigentlich gar nicht folgen wollen. Denn das Land gehört ja eigentlich Gott. Und wenn sie damals jemand anderes Geld geben, sagen sie ja auch indirekt so, hey, ihm gehört das, er hat die Macht und nicht Gott. Damit würde Jesus also die Juden verlieren. Wenn er aber auf der anderen Seite sagen würde, nein, ihr sollt keine Steuern zahlen, würde er natürlich von der kaiserlichen Seite Ärger bekommen, denn er verstößt gegen das Gesetz. Und damit könnten sie ihn festnehmen. Also gibt es hier eigentlich keine Antwort, um beide glücklich zu machen. Und Jesus nimmt ja dann das Geld und sagt, hey, wem gehört die Münze? Also was ist hier drauf? Und sie sagen, ja, der Kaiser. Ja, dann sagt er, dann gibt ihm das, was ihm gehört. Also wenn du die Münzen haben möchtest, wenn du mit den Münzen interagierst, wenn du die Münzen hast, dann gib auch die Münzen ab, so wie es sich gehört. Aber viel größer, es gibt Gott das, was ihm gebührt. Also sozusagen alles in deinem Leben, was vielleicht auch nicht materiell ist. Zeit, deine Liebe, deine Geduld, die Hilfe zu anderen, alles das, gib Gott. Und da ist natürlich auch eine große Sache mit stumpf Gesetze halten, weil die Pharisäer waren ja sehr, hey, hier steht, mach das, also mach das. Und die haben gar nicht verstanden, was der Grund dieser Gesetze ist. Und Jesus sagt hier auch nochmal, gib Gott das,
was ihm gebührt. Die Stelle wird auch heutzutage ein bisschen dafür genommen, dass wir zwar unter Gott sind, aber solange wir in Deutschland leben oder wo auch immer man lebt, ja trotzdem sich unter dem Staat ordnen sollte und die Gesetze einhalten sollte. Und da gibt es auch eine andere Bibelstelle, solange es halt nicht widerspricht mit Gottes Willen, dann ist es okay, wie gesagt, die Gesetze auch in dem Land zu halten. Lesen wir einfach weiter. Und da heißt es, dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten ihm folgende Frage. Lehrer oder wieder Meister. Mose hat uns ein Gesetz gegeben, das besagt, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und ihm aus dieser Weise zu einem Erbe verhelfen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der zweite Bruder die Witwe, doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Dann heiratete sie der nächste Bruder und starb kinderlos. So ging es weiter, bis alle Brüder sie geheiratet hatten und gestorben waren. Und es waren immer noch keine Kinder da. Schließlich starb auch die Frau. Nun sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn alle 7 waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob die Toten auferweckt werden. Habt ihr nie bei Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ihr seid völlig im Irrtum. Interessante Stelle. Die finde ich gut. Also die mag ich. Diese Stelle mag ich. Die ist sehr cool. Eine Sache vorweg. Die Sadduzäer. Wie auch schon da geschrieben wird, die Sadduzäer waren eine, ich wollte das christliche Gruppe sagen, aber nein, eine jüdische Gruppe, die nicht daran geglaubt haben, dass es eine Auferstehung gibt. Mein Dad hat früher immer gesagt, als ich klein war, dass ich mir das merken kann, in Englisch natürlich, they are sad, you see, Sadduzäer auf Englisch, das war für mich immer eine Eselsbrücke, wie ich mir merken konnte, die sind die, die nicht an das glückliche Leben nach dem Tod glauben, sondern halt nach dem Tod ist alles vorbei. Genau, und sie kommen mit einem Gleichnis zu Jesus, weil im Gesetz steht, dass ein Bruder, der geheiratet hat, aber keine Kinder hinterlassen hat, dass sein Bruder die Witwe dann nehmen soll und sie heiraten soll und Erben schaffen soll. Und dann kommen sie mit einem extremen Beispiel. Ja, was ist, wenn das 7-mal passiert ist? 7-mal hat jemand die Frau geheiratet, 7-mal hat er keine Kinder bekommen. Und was ist dann, wenn sie im Himmel auferstehen? Und wir wissen ja, die Sadduzäer, die glauben ja nicht mal an Himmel. Deshalb sagen sie so, ja, wie soll das überhaupt gehen? So, wie kann das Gesetz sagen, hey, man muss heiraten, die Brüder müssen auch diese Frau heiraten, aber dann gibt es auf einmal eine Auferstehung und dann müssten ja alle mit ihr verheiratet sein. Und dann sagt Jesus, hey, ihr kennt weder die Schrift, also ihr versteht das Gesetz, versteht ihr schon nicht, und später kommt er auf noch eine andere Stelle, die sie gar nicht verstanden haben, und zweitens, ihr glaubt null an das, was Gott kann. Also für euch ist Gott ein Gott der Toten, der die Menschen nicht auferstehen lassen kann. Und Jesus sagt dann, hey, erstmal habt ihr gar keine Ahnung, wie ich gerade gesagt habe. Und zweitens gibt es im Himmel keine Ehe mehr. Und für manche hört sich das vielleicht traurig an. Meine Frau würde auch sagen, so, hey, das ist schon ein bisschen traurig, so, dass sie nicht mit mir immer noch im Himmel auch verheiratet sein kann. Und Jesus sagt einfach, nein, im Himmel wird es überhaupt keine Ehe mehr geben. Wie auch immer das aussehen wird,
Aber ich bin mir sicher, dass wir uns noch kennen werden oder so, aber wir werden keine Ehe mehr führen. Und dann sagt Jesus, denn wir werden mehr sein wie Engel. Also im Himmel wird es auf jeden Fall ein bisschen anders aussehen. Und dann geht er noch weiter auf die Auferstehung, weil das ist ja deren Hauptgrund, warum sie diese Frage stellen und warum sie nicht glauben. Und da sagt Jesus halt, also weil sie ja immer so behaupten, dass sie die Schrift so gut kennen, weil sie die Schrift, also sie kennen sie schon, aber sie verstehen sie null. Also sie kennen sie auswendig, können sie sie sagen, aber sie können verstehen nicht, was die Schrift sagt. Und dann springt er nämlich zurück auf die Szene, wo Gott zu Mose im Busch, brennenden Dornbusch, spricht und sagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und was Jesus hier meint, ist das, was er sagt. Ich bin, nicht ich war der Gott, sondern ich bin. Wenn wir also darüber nachdenken, klar, also wenn wir daran glauben würden, dass nach dem Tod alles vorbei ist, dann würde ja Gott nicht mehr sagen, ich bin, sondern ich war. Weil sie ja nicht mehr existieren. Das ist vorbei. Aber dadurch, dass wir wissen, hey, Gott ist ein Gott der Lebendigen, das heißt, es gibt die Zeit, wo unser Körper vielleicht gestorben ist, aber es heißt nicht, dass wir aufhören zu existieren, was ja die Sadduzäer glauben, beziehungsweise was ja so viele Menschen ja auch heutzutage glauben, ist einfach, du stirbst und dann existierst du nicht mehr. Aber Jesus zeigt hier, nein, Gott hat doch selber einen Hinweis darauf gegeben, dass Abraham, Isaak und Jakob noch leben, indem er sagt, ich bin der Gott von und nicht ich war der Gott. Aber ja, das war's erstmal für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie doch unten in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Ich habe wieder hier zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal hier die ganze Markus-Evangelium-Playlist. Klickt da einfach drauf. Schaut es euch einfach an von Anfang bis Ende. Und hier auf dieser Seite ist noch ein anderes Video, wo ihr gerne mal draufklicken könnt und euch das anschauen könnt.